Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 131 Schimpf und Schande, zweiter Teil. Mit einem Besuch gleich nach dem Mittagessen hatte Lucius nicht gerechnet, weshalb er sehr überrascht war, nachdem Marie ihm angekündigt hatte. Mr. Malfoy, Miss Bounce ist hier. Tatsächlich, sagte er, um seinem Erstaunen Ausdruck zu verleihen. Dann bitten Sie sie doch herein, Marie. Als Marie vor die Tür gegangen war, stellte sich Lucius mit gestrecktem Rücken und erhobenem Haupt theatralisch ans Fenster und blickte hinaus, während er seine Hände gelassen hinter dem Rücken hielt, als wäre er ein Lord, der gleich ein Gespräch mit einem Bediensteten führen würde. Selbst wenn er nur ein Gefangener war, so wollte er doch die Würde ausstrahlen, die er in sich spürte. Hinter sich hörte er Miss Bones ungewohnt zaghaft grüßen. Guten Tag, Mr. Malfoy. Ohne sich umzudrehen, grüßte er mit selbstsicherer Stimme zurück. Guten Tag, Miss Bones. Ich habe schon nicht mehr damit gerechnet, dass Sie sich tatsächlich die Mühe machen würden, meinem mehrfach geäußerten Wunsch, mit Ihnen zu sprechen, am Ende doch noch nachzukommen. Es tut mir aufrichtig leid, aber ich hatte sehr viel zu tun. Demnächst werde ich auch nicht mehr Ihr Ansprechpartner sein, Mr. Malfoy. Diese Aufgabe wird Mr. Shacklebolt übernehmen, hörte er sie sagen. Empört darüber, in Zukunft diesen Halunken ausgeliefert zu sein, der es gewagt hatte, ihm ohne sein Wissen Veritaserum zu verabreichen, drehte er sich blitzschnell zu ihr um. Gerade als er seinem Unmut über Mr. Shacklebolt kundtun wollte, nahmen seine Augen ihre gesamte Gestalt wahr und mit einem Male wurde er sich einer nicht unwichtigen Veränderung bewusst. Wie versteinert stand Susan in der Mitte des Krankenzimmers und beobachtete das Gesicht ihres Gegenübers, der sie erst einmal flüchtig von oben bis unten betrachtet hatte, bis es ihm ganz offensichtlich aufgefallen war. Lucius' Augen verweilten auf ihrem sichtbaren Bauch. Eine ganze Reihe von Emotionen spiegelte seine Mimik wider. Zuerst war der pure Schock sichtbar gewesen, dann Erkenntnis und wenig später Ernüchterung. Lucius wandte seinen Blick von ihr ab und suchte etwas, das er mit den Augen fixieren konnte, doch aufgewühlt wie er war, hüpften sie unruhig von einem Punkt zum anderen. Zu Goyles Bett, zur Bettpfanne gleich darunter, zu einem Bild an der Wand, hinüber zu Marie, die er in der Nähe der Tür ausmachte, und versehentlich wieder zurück zu Miss Bones. Als er sie für wenige Sekunden anblickte, erkannte er die Ruhe und Geduld, die sie ausstrahlte, bevor er seine Augen erneut abwenden musste. Sie wartete seelenruhig ab, bis er sich wieder gefangen hatte. Vor Marie wollte Lucius keine Szene wagen und so entschied er sich dafür, die offensichtliche Schwangerschaft von Miss Bones unter den Tisch fallen zu lassen und fortzufahren, als wäre nichts gewesen. »Ich hatte sie ja schon mehrmals gebeten.« Er strengte sich an, das Zittern aus seiner Stimme zu entfernen. »Sich persönlich bei mir zu melden. Ich hoffe, Mr. Shacklebolt war zuverlässig und hat sie immer informiert?« »Ja, das hat er. Aber wie ich schon sagte...« »Ich weiß, ich weiß. Sie hatten viel zu tun. Es ist nicht notwendig, alles zu wiederholen,« warf er ihr grantig vor. »Weswegen ich sie hergebeten hatte.« Sein Blick fiel erneut auf die Wölbung ihres Bauches, so dass er kräftig schlucken musste. »Ich mache mir Sorgen um meine Gattin.
Ich hatte es im Vorfeld aus ihren Briefen erfahren, dass sie Malfoy Manor beziehen würde. Doch nun weiß ich es aus den Zeitungen und mit mir sicherlich so einiges Gesindel, welches ich nicht in der Nähe meiner Gattin wissen möchte. Meinen Sie weitere Todesser? Er blickte sie an, als hielte er sie für unterbelichtet, bevor er schnippisch erwiderte: Natürlich, was denn sonst? Viele Schimpfworte und Beleidigungen lagen ihm auf der Zunge, die er allesamt wieder hinunterschluckte. In seinen Augen war sie eine Schande für die Zauberergesellschaft, ein Schlammblut, das die Reinheit der Malfoys mit ihrem Balg beschmutzen würde. Sie schluckte seine spitze Bemerkung hinunter und erklärte: Die Gegend wird selbstverständlich im Auge behalten. Ihre Frau wird nicht überwacht, aber jeder, der sich ihr nähern möchte, wird an Auroren vorbei müssen. Man hat das Innere des Hauses inspiziert, bevor meine Gemahlin es bezogen hat? Wollte er wissen. Nein, das Haus war bis zum 21. November mit ministeriumseigenen Schutzzaubern versehen. Niemand konnte hineingelangen, erklärte sie gelassen. Die Augen schließend musste Lucius zunächst tief Luft holen. Er wirkte äußerst gestresst. Miss Bones, sprach er mit schmieriger Stimme, ist es denn niemandem in den Sinn gekommen, dass sich jemand bereits im Haus aufgehalten haben könnte, bevor das Ministerium seine eigenen Zauber darüber gelegt hat? Langsam kam sie auf ihn zu, aber nur, um sich einen Stuhl vom Tisch zu ziehen, damit sie sich setzen konnte, denn ihre Beine schmerzten. Er verweilte still, mit hinter dem Rücken verschränkten Händen, auf seinem Fleck stehend und betrachtete sie so distanziert, als wäre sie ein Insekt unter einem Mikroskop. Er versuchte, einen Blick auf ihre rechte Hand zu erhaschen, falls sich dort ein Ring befinden sollte, um sicherzustellen, dass den Malfoys zumindest die Schmach eines unehelichen Kindes erspart bliebe. Doch ihre Hände waren unter der Tischplatte verborgen. Sie bemerkte, wie er sie anstarrte, weswegen sie ihm in die Augen schaute und schilderte. Die Auroren hatten anfangs Fluchbrecher herangezogen, um die 20 Schutzzauber ihres Hauses zu durchbrechen. Aber als sich die Lage im Krieg zugespitzt hatte, hatten wir sie anderweitig einsetzen müssen. Er schnaufte verachtend und warf gleich darauf vor. Und da haben sie einfach einen weiteren Zauber über das Haus gelegt, ohne es vorher betreten zu haben? Natürlich, es sollte ja niemand hineingelangen können, sagte sie selbstsicher. Er presste die Lippen zusammen und offenbar auch die Zähne, denn die Muskeln in seinem Kiefer spannten sich mehrmals. Freunde der Familie, zischte er durch zusammengebissene Zähne. Und Familienangehörige hatten freien Zutritt durch den Schutzwall. Weil sie ihn mit großen Augen anblickte und nicht zu verstehen schien, schimpfte er. Was, wenn jemand bereits im Haus war und man ihn dort eingesperrt hat? Susan kam nicht dazu, ihre Frage zu beenden. Muss ich wirklich alles wiederholen? Fragte er aufgebracht, und er hatte es nicht verbergen können, dass nicht das Gespräch, sondern ihr Zustand ihn aus dem Gleichgewicht gebracht hatte. Freunde der Familie und Familienangehörige, keifte er wiederholend. Ein Blick zu Marie, die ihn vorwurfsvoll anschaute, ließ ihm sein Temperament ein wenig drosseln, bevor er fragte: Dürfte ich wohl erfahren, zu welchem Zeitpunkt das Ministerium das Haus gesichert hat? Damals hatte Susan mit diesem Fall nichts zu tun gehabt und sie wusste nur von dem, was in den Akten festgehalten worden war. Sie erinnerte sich an einige Punkte, die sie in seiner Gegenwart jedoch nicht ausführlich schildern wollte, und so ging sie alles in Gedanken durch, um einen genauen Zeitpunkt ausmachen zu können. Nach der Flucht von Snape und Draco hatte man Malfoy Manor zunächst für 3 Jahre unangetastet belassen und sehr häufig, nicht jedoch rund um die Uhr, ein Auge darauf geworfen, falls sich Todesser dort einfinden würden. Denn das hatte Susan von Kingsley erfahren. Das Haus blieb jedoch verwaist,
weswegen Auroren herangeschafft wurden, die die Flüche nicht ohne professionelle Hilfe durchbrechen konnten. Verschiedene Fluchbrecher hatten sich innerhalb von 2 Jahren mit den magischen Schutzwellen befasst, jedoch vergeblich. Aufgrund des Krieges und der vielen Verluste hatte man immer seltener 2 Auroren nach Malfoy Manor absenden können und schließlich, es musste kurz vor Kriegsende gewesen sein, hatte man das Haus mit dem stärksten Zauber unbegehbar gemacht und dann sich selbst überlassen. 1 oder 2 Wochen vor dem Sieg über Voldemort, antwortete Susan und bemerkte dabei, wie ihr Gesprächspartner angewidert das Gesicht verzog, weil sie so unbefangen den Namen des Dunklen Lords ausgesprochen hatte. Dann können sich dort zumindest keine Todesser versteckt halten haben, denn die waren allesamt beim Kampf dabei, kombinierte Lucius als Fakt. Und doch gab es Menschen, die dem Dunklen Lord auf andere Weise verpflichtet waren. In Gedanken fügt er hinzu, so wie es auch einige Menschen gibt, die mir verpflichtet sind. Ich werde gern nach ihrer Frau sehen, versicherte Susan. Mit gefühlskalter Miene blickte er sie an und immer wieder fiel sein Blick auf die Wölbung unter ihrer Brust. Mit Pansy Parkinson wäre seine Blutlinie wenigstens rein geblieben, dachte er. Wie sein Sohn ihm so etwas antun konnte, war ihm ein Rätsel. Er war so sehr damit beschäftigt, Miss Bones in Gedanken zu verunglimpfen, dass er nicht einmal bemerkte, wie sie aufgestanden war, um sich zu verabschieden. »Mr. Malfoy?« fragte sie unsicher, denn ihre rechte Hand hatte er noch immer nicht ergriffen. Er nutzte die Gelegenheit, um ihre Hand zu nehmen, doch anstatt sie zu schütteln, verdrehte er sie und betrachtete ihre Finger, an denen sich nirgends ein Ring befand. Verachtend warf er ihre Hand wie Unrat von sich und forderte erbost: Ersparen Sie meiner Familie wenigstens die Geburt eines Bastards! Draco hatte sie gewarnt, doch Malfoys Worte trafen sie trotzdem tief. Allein die Gewissheit, ihm eine ganze Weile nicht mehr sehen zu müssen, gab ihr ein wenig Kraft. Sie riss sich zusammen und sagte mit ruhiger Stimme: Ihr Sohn lässt seine Grüße übermitteln. Er vermisst sie sehr. Eine Äußerung seinerseits erwartete sie nicht, weswegen sie sehr selbstbewusst an Marie vorbeiging und das Krankenzimmer verließ. Lucius ballte seine Hände zu Fäusten, bevor er eine flache, zitternde Hand über seine Augen legte. Er atmete aufgebracht. Seine Gedanken überschlugen sich und er fragte sich, wem er in Zukunft alles Rede und Antwort stehen müsste, wenn erst einmal bekannt würde, dass sein eigener Spross das Blut seiner Ahnen verraten hatte. Man würde mit Fingern auf ihn zeigen und ihn dafür verhöhnen, dass seine einst so einflussreiche und angesehene Familie durch das schwarze Schaf, das sich sein Sohn schimpfte, die Reputation in der Gesellschaft eingebüßt hatte. Verzweifelt suchte er nach Argumenten, um seine Frau und sich vor dem Spott zu schützen, doch dann, wie aus heiterem Himmel, wurde ihm bewusst, dass es niemanden mehr gab, dem er Rechenschaft ablegen musste. Niemandem müsste er sich erklären, denn all die Menschen, die so viel Wert auf seinen Status gelegt hatten, waren tot oder saßen in Azkaban. Erleichtert ließ er seine Hand fallen und erst da bemerkte er, dass er Marie völlig vergessen hatte. Sie stand neben ihm und hatte, von ihm unbemerkt, eine Hand auf seine Schulter gelegt, die er still duldete. Einen Moment später, nachdem Marie gegangen war, verweilte Lucius mit seinen Gedanken bei seiner Frau, die in diesem Moment ebenfalls an ihn denken musste, während sie ein weiteres Zimmer auf Vordermann brachte. Am Abend nahm sie ein heißes Bad, bevor sie sich etwas zu essen zubereitete und die bescheidene Mahlzeit allein an einem riesigen Tisch aus dem roten Holz eines Küstenmammutbaumes sitzend zu sich nahm. Ihr gegenüber hatte stets ihr Mann gesessen,
der ihr meist feurige Blicke zugeworfen hatte. Während der Schulferien hatte man Draco stets das Privileg zugestanden, direkt am Tischende Platz nehmen zu dürfen, sodass Mutter und Vater an seiner Seite saßen. Nicht nur während des Abendessens hatte sie Lucius vermisst, sondern besonders im Ehebett. Seine Seite war unberührt. Das weiße Laken war straff gespannt, das Kopfkissen vom Bettenmachen dick aufgeplustert. Die Kälte, die allein schon der Anblick dieser Betthälfte vermittelte, schien bis zu ihr zu krauchen. Schlaf fand sie nur, weil sie stetig an ihn denken musste und die wohlige Wärme von innen kam und nicht durch seine sanfte Umarmung. Mitten in der Nacht erwachte Narzissa. Sie drehte sich auf die andere Seite und bedeckte ihre Schulter mit der kuscheligen Bettdecke, bevor sie die Augen wieder schloss. Sie war kurz davor einzuschlafen, da glaubte sie, etwas zu hören. Ihr ganzer Körper zuckte auf einmal zusammen. Schläfrig versuchte sie erneut, ihre Gedanken zu zerstreuen, als sie diesmal laut und deutlich das Geräusch von zwei Schritten vernehmen konnte. Narzissa hatte blitzschnell ihre Augen weit aufgerissen, rührte sich jedoch nicht, sondern konzentrierte sich auf ihr Gehör. Ohne den Kopf zu bewegen, blickte sie gen Zimmerdecke und sie fühlte sich schon von dem dösigen Zustand, der vom Wachen zum Schlafen geleiten sollte, in ihrer Wahrnehmung betrogen. Da waren erneut Schritte zu hören, wenn auch viel leiser als zuvor, und die kamen direkt aus dem Zimmer über ihr. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.